Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Raft. Wir sind hier immer noch auf Caravan Island. In der letzten Folge haben wir am Ende eben nochmal zwischengelagert. Und es wird wieder dunkel. Wir gehen lieber erstmal pennen. Jetzt kommt's. Es ist ein Feind in der Nähe. Du kannst nicht schlafen. Okay, können wir doch. Aber ich finde, tagsüber macht es mehr Sinn, abzusuchen, weil man da mehr sieht. Ja, kommen wir da hin? Ja, nice. Das funktioniert. Ah! Noch mehr. Gut, dass wir nochmal hier hingegangen sind und das nochmal gefunden haben. Ist ja auch noch ein Leiter. So, wo ist ein White Gulliver? Ich habe keine Ahnung, wo der jetzt gerade ist. Hört sich aber an, als würde es gleich regnen. Sieht auch so aus. Ja, da haben wir ihn. Den müssen wir auch noch gleich irgendwie bekämpfen. Ach ne, das ist das Geräusch der Bienen, oder? So, schnell Unterschlupf. Der wirft gleich wieder was auf uns. So. Lamas Legumes. Okay. So, was haben wir hier? Oh, Erdbeerpoloda. Nice. Bread and Bakery. Gibt's hier Brot? Wirklich? Bolzenstein. Toll. Noch mehr Steine. Wow. Überreste, wow. Ich habe mich schon gefreut, dass man vielleicht hier Brot kriegt. Ja, Gulliver, alles gut. Sailing as one, the raft towns of Indonesia. The flooding of Jakarta has okay. Led to escaping locals creating interconnected rafts as they make their way to the island. We just make do, said Butchie Reyes, one of the earlier adopters of the raft towns. When inquired by one of our reporters about their living conditions. Drifting largely on sea currents, they appear to be growing at a steady rate, raising considerable concerns with coastal authorities. A maritime hazard in the making, the foreign minister stated this morning in a public address. Despite hier waren wir nun fertig. Many believe raft towns could very well be a und hier ist noch eine Tür. Recent rumors surrounding the construction of sanctuary towers in the southern hemisphere has only increased tensions. We sought a comment from the local government. Hier ist ne, doch keine Leiter. Aber hier ist eine Leiter. Ah, so kommen wir hier hin. Und da ist wieder weißer Gulliver. So, die Frage ist, wie kommen wir da rüber? Autsch. Jetzt hat er uns erwischt. Okay, hier ist zu. Oh, das ist gut. Was ist denn das? Olaf! Das ist wieder Olaf! Tangaroa? Hatten wir Tangaroa nicht schon?
Nee, aber Tangaroa kenne ich vom Namen her schon. Habe ich schon mal gehört. Okay, hier sind wieder Bienen. Die werden uns wieder attackieren. Gleich. Und ich war jetzt verblüfft, so gerade Seilrutsche gelesen zu haben. Sorry, dass ich jetzt wegen der Geschichte, die wir gehört hatten von Olof, kurz nicht reagiert hatte. Aber ich war richtig jetzt so, boah, Seilrutsche gibt's? Aber klar, ich habe den Trailer gesehen gehabt und auch Ewigkeiten bei Gronkh und Tobi war es auch her. Wo ich das auch irgendwie gesehen hatte, dass die auch irgendwo mal in so einer Kuppelstadt oder sowas Seilrutsche gemacht hatten, also gefahren sind. Autsch. Nimmt ein explosives Pulver. Let those experiment journal attempt 733. Pa helped me weld the rocket together and Sanjay borrowed some fireworks to get it started. Pa had to apologize to everyone. Okay, da ist wieder Gulliver. I don't get it. It was just a test. What an overreaction. They would have taken my tools if Sanjay hadn't helped me put out the fire. Okay. Komm, komm. Nein. Autsch, jetzt hat er mich erwischt. Den will ich jetzt fertig machen. So, gleich kommt er wieder auf uns. Wir haben ja jetzt aber ein bisschen Steine. Und... okay. Können wir die hier abholzen? Tatsächlich. Dann haben wir hier ein bisschen mehr. Den können wir nicht abholzen. Autsch. Okay, wo ist der weiße Gulliver wieder? Na, warte, wir können doch Pfeile nochmal nachbauen, ne? Wir haben auch Kunststoff, verdammt. Wir haben keinen Kunststoff mit. Autsch. Ohne Kunststoff wird das wohl nichts. Autsch. Okay, wo ist Gulliver? Da hinten. Aber das ist ein besonderer Gulliver, muss ich sagen. Denn weiß es, dessen Schädel will ich behalten als Trophäe. Nein! Daneben! Und er trifft auch noch. Dieser Dreckige eigentlich auch. Komm, wir gehen mal hier runter. Kunststoff! Autsch. Okay, hier haben wir Kunststoff und Schrott. But at night I got Sanjay to help me sneak onto the stranger's ship. I thought maybe he had some medicine for Ma. Verstecken wir uns mal kurz hier. Wir haben nicht genug Kunststoff. They were so angry. Sanjay found notes talking about feeding and training them into his personal army. Sanjay thinks Olof might be a bad guy. Jetzt hätte ich wirklich gerne Kunststoff. Ein bisschen mehr. Auf jeden Fall. Nein, nicht benutzen. Nehmen. Digga, was soll ich mit so vielen Steinen? Autsch. Zu früh abgesprungen. Beans, Onions, okay. So, Gulliver greift wieder an. Gleich, jeden Moment. Können wir eben die Wassermelonen hier aufessen. Weil wir haben wirklich zu viele davon. Aber damit unsere Hungeranzeige mal ein bisschen weniger wird. Charles Carpentry. Krass, dass die alle hier Namen hatten. Also, okay, viele Häuser hatten hier Namen auf jeden Fall. So. Okay, da mit dem Werkzeug können wir nichts machen.
Ich hätte gerne wirklich ein bisschen mehr Kunststoff, ein bisschen mehr Plastik. So. Ich glaube aber vorher werden wir es nicht mit Gulliver aufnehmen können. So, einmal kurz hier verstecken. Da ist noch eine Tür, wo wir noch nicht drin waren. So, eine Kopfbrühe. Komm, wir essen mal das hier. Und die Kopfbrühe. Okay. Die sieht aber super aus. Jo. Alles klar. Okay, wir gehen mal die Treppe hier und die Leiter hier hoch. Können wir einfach das Ding hier entlang hochkraucheln? Ja. Das würde funktionieren. Das hat funktioniert. Okay, immerhin. Da oben ist noch eine Tür, die fehlt. So, jetzt erstmal schauen, wie kommen wir da nochmal hoch. Und die Tür fehlt noch, okay. So. Jetzt müssen wir irgendwie hochkommen. Wie kommen wir da hoch? Autsch. Was soll ich mit so vielen Steinen? Wirklich? Die Tür will ich jetzt hoch. Ja, komm. Autsch. Das haben wir immerhin geschafft. So, wir machen folgendes. Wir gehen nochmal zurück aufs Schiff. Und basteln uns da einiges an Pfeilen zusammen. Dann wir Gulliver mal ausschalten. Den weißen Gulliver. Weil der geht mir jetzt gerade richtig auf den Nerv. Und genau jetzt beißt der Boris zu. So, das Ding ist auf jeden Fall voll. So. Können wir Biotreibstoff auch erstmal hier zwischenlagern. So, was können wir hier? Hier können wir die Kartoffeln auf jeden Fall erstmal hin tun und die Dinger. Sonst haben wir hier nichts. Was können wir hier packen? Glas. Bolzen. Scharnier. Seil. Hier haben wir Plastik. Okay, jetzt haben wir kein Plastik mehr. Oh, wir haben so ein Ding. Okay. Das können wir auch noch erstmal hier zwischenlagern. So. Ja, komm, Steine brauchen wir nicht. Und das nochmal hier. Jo, wie viele Wassermelonen wir eigentlich haben. Das finde ich schon krass. Jetzt haben wir aber wenigstens erstmal 31 Pfeile. Kein Kunststoff mehr. So. Die Steine können wir wieder da reinpacken. Autsch. Der erwischt mich sogar. Wo ist denn der? Ich sehe nicht.
Aber der kommt gleich auf jeden Fall. Da. Und er erwischt mich trotzdem. Dreckskerl. Ja, wo ist er? Da. Da ist er wieder. Ja! Wo ist er hin? Der ist ins Wasser gefallen. Hier. Jau. Kopf eines weißen Kreischers. Nice. Okay, da müssen wir uns eine Trophäe draus bauen. So, Planken haben wir ja hier. Wo können wir Trophäen hinhängen? Ich glaube. Okay. Für Nägel brauchen wir doch. Hat mich jetzt gewundert, warum das nicht funktioniert hat. So. Der weiße ist auf jeden Fall was Besonderes, finde ich. Ich hoffe, das ist die passende Größe. Komm, wir hängen den hier auf. So. Okay, das ist... Vielleicht brauche ich einen großen. So, tauschen wir hier nochmal. So. Ah. Aber hier funktioniert das nicht. Der muss schon an dem hier. Okay. Dann kann der hier weg. Oder Tom, wir lassen den nochmal da. So, der weiße Kreischer ist fort. So, was können wir hier hinpacken? Das können wir hier tun erstmal. Hier die Federn. Genau. Die Hähnchenkeulen können wir hier hinpacken. Ansonsten haben wir nichts. Außer jetzt erstmal Ruhe. Vor dem da. So, dann können wir wieder ganz normal nach oben. Und weiter alles absuchen. Ach, ne, hier war falsch. Hier lang. Boah, die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, können wir dasselbe auch mit Mama Bär machen? Hier mit Baloo? Hat er auch einen besonderen Schädel im Gegensatz zu den anderen Bären? Das würde mich jetzt interessieren, wirklich, also... wie kommen wir da nochmal hin? Okay. Lassen wir mal das Hühnchen in Ruhe. Also hier genau. Oh. Das war der Weg. Hoppala. Hier ist ja noch ein Hühnchen. So, jetzt wollten wir da irgendwie hoch. Den einen da oben hatten wir ja schon. Irgendwie geschafft, auf jeden Fall. Ah, noch mehr Kabel. Okay. Da können wir nicht rein. In dem können wir auch nicht rein. Den auch nicht.
Hier haben wir nochmal Schrott und Plastik. Wer weiß, vielleicht brauchen wir das noch. Wir müssten da irgendwie hin. Wie kommt man da hin? Das ist jetzt die Überlegung. Wie kommen wir da rein? Wäre schön, wenn hier irgendwo eine Leiter wäre oder sowas. Egal, wir lassen das dann jetzt mal. Dann ist das halt das eine, wo wir nicht hin können. Da oben waren wir schon. So. Wo waren wir jetzt noch nicht? Hier können wir bestimmt irgendwie vielleicht nach oben. Wofür? Wir hatten hier doch noch irgendwas gebraucht, ne? Hier. Benötigt drei Teile einer Seilrutsche. That's hook. Please take care of it. You never even gave us your name, but you helped us greatly. May we see you up ahead. The boy, Hillman, fought like a man. He could not be more proud. Dini, please wait for me. Alia, I held on as long as I could. Please forgive me. Ariel, we were harder on you than you deserved. Sorry. Junji? You drifted close to us from afar. I wish we'd let you in sooner. Sind da Leute gestorben? Ich habe so das Gefühl, hier sind Leute gestorben. Das ist quasi deren Andenken oder so. Okay, was ist denn das jetzt? Okay, das ist, glaube ich, deren Kirche oder so. Seilrutschenwerkzeug erforderlich. Wir haben hier noch keine Seilrutsche. So, die Frage ist, wo müssen wir hin? Hier waren wir, aber waren auch noch nicht fertig. Da müssen wir noch irgendwie hin. Jetzt ist die Frage, wie kommen wir jetzt dahin? Wo finden wir die ganzen Teile? Und wir hatten doch noch irgendwo irgendwas, was wir da machen mussten. Vielleicht waren da diese Teile, die wir jetzt eingesammelt hatten dafür. Ich glaube, da waren wir aber auch noch nicht fertig. So. Ja, hier waren wir noch nicht zum Beispiel. Hier gibt es noch mehr Steine, immerhin. Immerhin kriegen wir Steine. Das ist ein Segen, wirklich. Ich freue mich über jeden Stein, den wir kriegen. So, dann können wir das hier vielleicht schon abholzen. Ja, nice. Das funktioniert. Ey, ich bin froh, dass es hier keine Bären gibt. Den können wir nicht. Ein explosives Pulver. Darunter müssen wir noch. Da waren wir noch nicht. Und ich sehe da noch eine Kiste. Stimmt, hier unten hatten wir noch gar nicht wirklich groß angefangen. Nur ein bisschen geguckt, genau wie hier. Aber weiter sind wir auch noch nicht gegangen, glaube ich. Genau, bis hierhin. Ne, bis dahin gingen wir und dann nicht weiter runter.
Okay. Konnten wir leider jetzt nicht benutzen. Schade. Jetzt hänge ich hier fest. Toll. Kuckuck, jemand zu Hause? Steine. Nice. So. Ah, hier kommen wir wieder hier hoch. Okay. Da gibt's Schrott. Toll. Nein. Oh doch. Nein, kommen wir nicht weiter. Und so. Den Schrott nehmen wir mit. Den lassen wir uns nicht entgehen. Da geht's ja auch noch hoch. Okay, so geht's auch. Okay. Nein. Das wird schwieriger. Ja, wir haben es geschafft. Okay, hier haben wir wieder so eine Seilrutsche. Oh, ich dachte schon, ich falle jetzt in den Tod. Waren wir hier schon? Okay, einmal kurz zwischengespeichert. Und das ist nice. Ich würde nur wünschen, dass diese Ruckler weniger wären. Boah, die Frage, die ich jetzt habe, gibt es hier vielleicht so diese Fische? Irgendwo. Ist ja auch hier unter Wasser eine Wüste, wie man sieht. Wo aber auch ein bisschen Grünes wächst. Was ist denn hier? Achso, wir sind wieder hier. Okay, weiter. Also mehr gibt es jetzt auch nicht. So, was haben wir bisher? Auf Caravan Island. Wir haben mechanisches Teil, Aufnahmegerät, Wildbären, Teil eines Ladegeräts. Ah, die beiden haben wir für Vasagatan gebraucht. Weil es grün ist. Blau ist Balboa. Und die lila sind Caravan Island. Ah, okay. Nach Vasagatan müssen wir vielleicht nochmal hin. Und die Dinger dahin tun. Wir sind vielleicht da noch nicht fertig. So, hier geht's ja auch noch weiter. Da sehe ich schon was. Und da geht ein Schlauch ins Wasser. Seht ihr, da ist ein Schlauch, das ins Wasser geht. Mit dem Fahrrad. Oh, wir sind voll. Ja, natürlich sind wir voll. Weil wir den Müll haben und den Müll. Und ein Paddel. So. Und noch eine gegarte Kartoffel. Nice. Ich sehe schon, was wir wahrscheinlich gleich brauchen werden. So, was sagt denn die Notiz? Now if I leave, then no one will pump air to Detto using the bike. If I'm going to jail, this is proof I'm innocent. Detto Scientific Journal. Underwater caches. Sanjay ran off crying as soon as they dragged him out. Very unprofessional. There's lots of debris underwater. I couldn't get anything out. Ha forbid me from doing any more experiments. I think he's just angry.
you'd be okay. So it's okay. Okay, also wir müssen unter Wasser. Wir müssen tauchen gleich. Das heißt, wir holen... wir gehen nochmal zum Schiff. Basteln uns irgendwie... noch einen Trinkschlauch. Und dann gehen wir mal tauchen. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao!